Barbara Unmüßig ist am 19.05. mit dabei. Sie ist Politologin und Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung seit 2002 und dort vor allem verantwortlich für die internationale Arbeit. Ich freue mich außerordentlich, mit ihr eine ganz spannende Gesprächspartnerin gewonnen zu haben. Sie hat uns im Vorfeld schon mal einen kleinen Diskussionsbeitrag gegeben zum Thema No-Growth-Ökonomie oder Null-Wachstums-Ökonomie. Natürlich ein Thema, das ich als Wirtschaftsmann überhaupt nicht so sehe, aber sie wird eine ganz wichtige Perspektive einbringen in unsere Debatte. Am 19.05. macht mit. Wie sollte unsere Wirtschaft umgestaltet werden, um Hand in Hand mit ökologischen Zielen zu gehen? Ja, wenn wir das Pariser Klimaabkommen ernst nehmen und auch die Berichte des Weltbiodiversitätsrats, dann müssen wir radikal umsteuern in unserer Wirtschaft, im Konsum und in der Produktion. Erstmal raus aus den CO2-Emissionen und zwar auf null bis 2050. Und wir müssen aus meiner Sicht raus aus der industrialisierten Landwirtschaft, weil sie der Treiber Nummer 1 für den Verlust der biologischen Vielfalt ist. Was ist für Sie die Priorität von Wirtschaft in den nächsten 10 Jahren? Ja, die Priorität der Wirtschaft muss wirklich sein, auf allen Ebenen, in der Makropolitik, in der Steuerpolitik, auch in der Politik der Europäischen Zentralbank, in der Mikropolitik, alles auf den Ausstieg aus CO2-Emissionen vorzubereiten. Das muss oberste Priorität sein. Sonst gehen wir in noch massivere, irreversible Schäden durch den Klimawandel zu. Und das sollten wir vermeiden. Wirtschaftspolitik hat den Auftrag, Wohlstand zu organisieren, aber auch gleichzeitig die Menschen und den Planeten zu schützen. Warum sprechen Sie sich für eine genügsame Wirtschaft aus? Na, ich spreche mich für eine Wirtschaft aus, die wirklich Respekt hat und die planetaren Grenzen wahrt. Was wir im globalen Norden historisch schon immer tun, ist über unsere Verhältnisse leben. Wir nehmen anderen Menschen auf diesem Planeten Zukunft weg. Unter anderem, indem wir Soja anbauen auf riesigen Flächen in Lateinamerika. Wir externalisieren die Kosten, die sozialen Kosten und die ökologischen Kosten. Wir rauben zukünftigen Generationen Zukunft. Wir nehmen Lebensgrundlagen weg für Menschen, die heute leben und heute sich ernähren müssen. Und deswegen müssen wir genügsamer werden. Wir produzieren und konsumieren pro Kopf als Wohlstandsbürger des Nordens zu viel.